Ja, ich möchte heute auf mein neues Thema zurückkommen, und zwar ein Mann, der mich wahnsinnig fasziniert hat, war Donald Trump. Vielleicht kennen Sie ihn vom Hören und Sagen, vielleicht kennen Sie ihn aus irgendwelchen Zeitschriften. Es ging einfach darum, er saß in einer Show und man hat ihn gefragt, was er jetzt tun würde, wenn er alles verlieren würde. Ja, und daraufhin antwortete er, er würde Network Marketing betreiben. Die Zuschauer lachten ihn natürlich aus, und er antwortete letztendlich nur darauf hin, sehen Sie, das ist ein Grund, warum ich hier oben sitze und Sie unten. Der Mann hat nie aufgegeben, ja, sei es vielleicht noch so schwer gewesen, aber er hat nie aufgegeben. Das ist das, was ich Ihnen rüberbringen möchte und auch vermitteln möchte. Sie könnten jedes beste Geschäft anfangen, wenn Sie sich nur nicht selbst im Wege stehen würden, wenn Sie sich einfach ein bisschen mehr zutrauen könnten und vielleicht auch mal den Mut fassen, mal über die Schwelle darüber hinwegzusehen. Also sprich mal auf die andere Seite zu gehen. Wie sieht's denn aus auf der anderen Seite der Medaille? Ja, nicht jede Medaille ist toll, aber und nicht jedes Leben ist toll. Und ich bin mir sicher, Ihr Leben ist auch nicht immer ganz prickelnd. Ja, wir sind umgeben von Stress, Zivilisation, ja. Politik, schlechte Nachrichten, schlechte News und was es nicht noch so alles gibt. Aber schauen Sie doch mal über den Tellerrand hinaus und verfolgen Sie die Menschen, die erfolgreich sind. Ich bin eine davon und viele fragen mich, Mensch, wie hast denn du das geschafft? Ich gebe Ihnen hierzu auch gerne nähere Informationen, was ich tue. Nein, ich bin nicht im Versicherungsbereich, keine Angst. Ich bin im Marketing- und Promotion-Bereich und suche daher auch immer wieder nette und offene Menschen, wie ich es bin, motivierte Menschen, zielstrebig und fleißig. Und wenn Sie sich jetzt angesprochen fühlen, dann melden Sie sich gerne bei mir, schicken Sie mal eine E-Mail unter der E-Mail-Adresse marina.meierlutz@web.de. Lutz schreiben Sie bitte ohne T. Und ansonsten finden Sie mich im Facebook unter dem Firmennamen Lifestyle Deluxe. Und ja, ich freue mich auf meine nächsten Zuschauer. Sie können mich auch gerne abonnieren. Dann haben Sie immer den aktuellsten Stand, wie ich so über das Leben denke, wie ich über einzelne Situationen denke, werde ich auch wieder berichten. Und ich weiß zwar nicht, was mein neues Thema ist, aber es wird kommen. Sie werden sehen. Ich wünsche Ihnen was. Ich verbleibe heute mit freundlichen Grüßen an Sie, Marina Meyer-Lutz.